So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei den Simmo-Freunden. Diesmal sind wir auf der Birkenfeld V4.1 Fix. Genau, also die letzte und die aktuellste Version damit. Ich bin hier schon ein bisschen länger auf der Karte und ich habe da so vor mich hingedaddelt und habe mir jetzt gedacht, auch eigentlich könnt ihr euch auch mal mitnehmen auf die Birkenfeld, denn wer sie vielleicht hat sie jemand noch nicht gefunden, irgendwie auf LS-Portal oder Modding-Welt oder weiß der Geier wo. Das wäre definitiv zu schade, denn ich finde, das ist echt eine sehr, sehr schöne Karte. Der Polo G4, ich weiß jetzt nicht, ob er zum ersten Mal eine Karte veröffentlicht hat oder so. Auf jeden Fall ist die Birkenfeld, also hier steckt richtig Arbeit drin, ne? Liebe zum Detail und so. Das kann man echt überall sehen. Das zieht sich wie so ein Faden durch die Karte, ne? Ich kann euch gleich nochmal eine schicke Wasserplane zeigen und so. Ich finde die richtig, richtig schön und ist halt norddeutsch, ne? Ist halt eine platte Korde sozusagen. Mir persönlich gefällt das natürlich sehr gut, ne? Obwohl, ich habe letztens in einem Kommentar gelesen, unter einem Stream war das, glaube ich, dass so ein paar Unebenheiten auf dem Feld, ne? Das wäre vielleicht was, und da muss ich ihm tatsächlich zustimmen, das wäre wirklich was. Einfach so ein bisschen so eine kleine Buckelchen, so, ne? Und ins Feld rein, das hätte was. So, guck mal, hier haben wir unser Ballenlager, hier ist Stroh, hier ist Gras oder Heu. Ist das Heu oder Gras? Nee, wenn, dann habe ich Heu eingelagert. Ja, das ist Heu. Hier habe ich mir diese vom Modding-Welt, ne, dieses Hofpack, da habe ich mir diese Kalkdinger hingebaut. Da hinten noch Saatgut und Dünger. Genau, die Presse gibt es ja mittlerweile auf ModHub. Den Ballenspieß Modding-Welt von Hoffi, so ein Pack. Ansonsten, das hier ist quasi das hier, so wie man das jetzt sieht. Das ist sozusagen der Starthof. Und man hat hier diese grüne Wiese hier. Die gehört einem auch noch. Da kann man also bebauen. Und man hat auch keine Tiere am Anfang. Das finde ich eigentlich total gut. Denn das steigert so ein bisschen die Langzeitmotivation, um sich erstmal einen Kuhstall leisten zu können. Um sich Kühe leisten zu können, ne? Und so weiter. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir schon einen Kuhstall leisten konnte. Das ist von Lunchbox, glaube ich, oder so. Und so ein Hofpack. Hier natürlich das Hofsilo, das hat man zum Anfang auch nicht, also nicht vergessen, nicht einfach alles vollballern und dann, ich habe gar kein Hofsilo. So ging es mir nämlich so ähnlich. Hab gedacht, naja, dann mal los und so und ich habe ja nicht mal ein Hofsilo. Ja, dies habe ich mir hier hingebaut und naja, hier zwei Silos, ne? Das eine ist jetzt relativ rappelvoll gewesen. Da sind jetzt noch drin, warte mal, F1... 580.000. Ich bin aber schon dabei, das so ein bisschen wegzuverkaufen, zusammen mit Curseplay, ne? Ansonsten, das ist so mein Hof, mein Equipment. Und damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Was ich noch habe, also ich habe die beiden Trecker hier. Einmal den JCB, der auch schon ordentlich gelaufen hat. Und den Johnny. Und mittlerweile habe ich einen Helfer hier am Start. Der Messi Ferguson ist gemietet und auch die Drille hinter ist gemietet. Der ist quasi dabei mein einziges Feld sozusagen. Ich habe die drei Felder zusammengelegt. Der ist dabei, die anzusehen. Ich habe ihm natürlich hier vorne ein Vorgewände gezogen, so ein Angstvorgewände, ne? Das ist halt beim Helfer immer ein bisschen, naja, mein Gott. Und wenn man das weiß, kann man ja damit leben oder darauf reagieren, ne? Deswegen habe ich ihm das hier fertig gemacht und jetzt muss er nur noch die Bahn auf- und abfahren. Kann ich mit leben. So, und damit wir noch ein bisschen Geld verdienen, der Preis ist mittlerweile auch schon ganz schön gefallen. Warte mal, Silage. Decker S und H. Da, S, H, S, was auch immer das alles heißen mag hier. Decker. Also Decker ist auf jeden Fall der Pferde. Der Viehhändler. Der Decker. da ist der Preis mittlerweile ziemlich doll gefallen. Der war mal auf 514 oder so. Also da brauchen wir jetzt nicht mehr hinfahren. Das heißt, dann fahren wir einen neuen Kurs ein für Beck SHS. Dieses SHS, ich weiß nicht, was das immer ist. SHS und dann gibt es noch D und S oder sowas. Hier. D und HS. Was? Wieso denn H? Das H ist da hinten. D und S. H2 ist, glaube ich, Halle. Halle 1, Halle 2. Auf jeden Fall hat man richtig, richtig schön viele Verkaufsstellen, ne? Aber für so eine große Karte ist das auch, denke ich mal, angebracht und in Ordnung, ne?
Hier nochmal so eine kleine Übersicht. Wer, wie gesagt, wer die Karte noch nicht kennt, ne? Ich weiß es ja nicht. Ich finde sie mega. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Mittlerweile, das war in den ersten Versionen nicht so, gibt es ja auch solche Felder und auch solche Felder. Wir können das hier mal eben so machen. Da sieht man das ein bisschen besser. Also es gibt mittlerweile solche Felder und solche Felder. Es gibt aber nach wie vor auch Helferfelder, ne? Hier, da, da, da. Vielleicht kommt der Name noch zurecht. So ein kleines Fragezeichen vielleicht noch dahinter. Aber hier ist definitiv noch ein Helferfeld, ne? Hier sollte dann wirklich auch für jeden was dabei sein. Guck mal, das ist definitiv ein Helferfeld hier und so. Es ist cool. Es macht echt Spaß, ne? Und ist für ein bisschen was Größeres. Ich will dann später hier vielleicht auf Case gehen, dass ich mit dem Magnum rumfahre oder mit dem Quadrack dann später, ne? Große Felder und so. Aber bis dahin ist es definitiv noch ein langer Weg, den wir überbrücken müssen, indem wir hier mühselig unsere Silage verkaufen. Denn, ja, das ist das, was eigentlich gerade Geld bringt, weil das das Einzige ist, was ich sozusagen verkaufen kann. Geld für Kühe habe ich noch nicht und Geld für die BGA habe ich auch noch nicht. Das wäre natürlich noch viel geiler, wenn ich die ganze Silage dahin schaffen könnte. Aber was nicht ist, das ist nicht. Weil ich dann natürlich noch Gärreste bekommen könnte, ne? Die könnte ich locker auf meinem Feld verteilen. Würde ich mir Düngerkosten sparen und so weiter, aber ja gut, du, was nicht ist, das ist nicht. Das ist ein langer Weg. Und ich, da habe ich Bock drauf, ne? Also diese Karte hat mich auch definitiv gefesselt zusammen mit der Merlot. Die beiden Karten sind zurzeit, muss ich sagen, definitiv so meine Lieblinge, ne? Von den Karten, die es öffentlich gibt. Hier ist auch alles ein bisschen größer als auf der Merlot. Hier ist ein bisschen mehr los, deswegen nutzen wir hier dann auch auch Curseplay. Den werden wir dann verkaufen fahren. Was? Den Curseplay verkaufen? Na, der Curseplay soll für uns verkaufen. Und ja, ich hoffe, dass euch das so ein bisschen gefällt. Dass wir hier noch eine andere Karte mit reinnehmen. Gerne natürlich, ich will da nicht betteln oder sowas, aber gerne könnt ihr dann natürlich ein Däumchen geben für einen Unfall mit einer unsichtbaren Kollision. Also da kann ich diesmal wirklich gar nichts dafür. Das ist auch nicht der ganz optimale Aufladeplatz hier, aber dafür ist es ja eigentlich auch gar nicht gedacht, dieser Bereich hier, ne? Das ist ja eigentlich dazu gedacht, mir, naja, so ein bisschen Futter zu mischen und nicht um hier so ein ganzes Silo zu verkaufen. Hatte ich schon geguckt, wie viel da noch drin ist? Nee, ne? Hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Waren ungefähr so 600.000 waren da drin. Wir können mal eben gucken, was jetzt los ist. F1. Ja, jetzt sind noch 570.000. Also das ist definitiv noch eine Menge. Da können wir auch noch ein bisschen was verkaufen. Weil so viel brauche ich natürlich noch gar nicht, ne? Weil ich ja sowieso noch keine Kühe habe. Aber ich hatte das Feld, was ich euch da hinten eben gezeigt habe, da war Mais drauf. Und da habe ich mir, naja, vom Lohner einen Häcksler geholt. Ach, du bist voll. Habe ich mir vom Lohner einen Häcksler geholt, habe das ganze Feld gehäckselt. Und, ja, was soll ich sagen? Also, ich hätte nicht gedacht, dass da so viel zusammenkommt. Ich war hier auch echt ewig dabei. Also, ich habe ja, ich habe Curseplay fahren lassen und habe dann selber abgefahren. Curseplay hat sozusagen den Häcksler bedient und ich den Abfahrer. Ja, das hat, ich glaube, so um die 2,5 bis 3 Stunden, also echte Zeit sozusagen, gedauert, bis ich damit fertig war, ne? Abgefahren bin ich mit einem großen JCB und dem Harve SLW oder so heißt der, glaube ich, ne? SLW, Silagewagen vielleicht? Silowagen? Ich habe keine Ahnung. Mit dem Harve. Ja, und gehäckselt hat ein Big X 580, der kleine. Ja, ich wollte ja, ich hätte natürlich, ich meine, er hat den großen auch da, ne? Den hat er auch da gehabt. Aber da hätte ich auch richtig für bezahlen müssen. Und nur, dass da, mein Gott, mir reicht doch der kleine. Weißt du, wie ich meine? Und von daher, das hat wunderbar gepasst und so. Wetter war gut.
Und dann haben wir den einen Tag gesagt, so, denn Mantau. Wollen wir loshexeln hier. Ja, hat doch alles geklappt, ne? Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, der ist voll. Ja, 96%, das reicht. Ups. Ja, ich habe auch die Version mit dem schnellen Verkehr. Man bekommt ja, wenn man die Karte runterlädt, zwei Dateien sozusagen. Einmal mit schnellem Verkehr und einmal mit etwas langsamerem Verkehr. Der schnellere fährt 50, der langsame fährt 30 km/h. Man muss ein bisschen aufpassen beim Abbiegen, aber wenn man erstmal in der Spur ist, so, dann läuft das. So, dann wollen wir los hier. Mit Seedcam natürlich, selbstverständlich. So, warte mal, jetzt habe ich vergessen, auf den Knopf zu drücken. Da müssten wir eigentlich nochmal umdrehen. Weil ich will das ja gleich aufnehmen, damit ich so langsam aber sicher mal alle Kurse zusammenbekomme, so, ne? Ich habe hier nämlich schon für die Baywa habe ich, vom Hofsilo zur Baywa und von der Baywa wieder zum Hofsilo. Hier den Decker, was ich eben gesagt hatte, ne? Wo wir die ganze Zeit hingefahren haben, die Silage, habe ich auch hin und wieder zurück. Ja, Shop hin und wieder zurück. Ansonsten, habe ich hier noch nicht viel, ne? Das ist so, mein Feld da drüben. Bisschen grubbern und so, das kann ja Curseplay mal machen. Nebenbei habe ich dann Ballen gestapelt und so, ne, das läuft. So, da kommt nichts. Wir müssen einmal nochmal umdrehen, das tut mir echt leid. Aber dann können wir gleich den Kurs einmal einfahren. Ich muss mal gucken, mach mal ein Tempomat rein. Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Oh, das knallt doch gleich, ich muss wieder raus. Das knallt doch hier gleich. So, zack, 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 zack. Schneller, 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 schneller. Silage. Back. SHS. Okay. Wo ist denn das? Back, back, back. Das Decker, da sind wir jetzt immer hingefahren. Hornmühle. Kramp. Ach, hier unten. Ah, noch ein Vierhänder. Okay. Da. Okay, das heißt, ich muss dann wieder geradeaus, dann links, dann rechts an meinem Feld vorbei, dann wieder rechts. Okay, das schaffe ich. Ich guck sowieso gleich nochmal. Oh, die Mucke dazu. Bei der Mucke müsste es eigentlich auch nackt im Schlepper rennen, oder? Nein, ich erspare euch das. Alles gut. Ja, hier die Mistplatte, ne? Ich habe das hier alles so ingeben noch ein bisschen mit Gras und so gemacht. Gefällt mir ganz gut. Nur wie gesagt, ich hätte gerne noch ein paar Unebenheiten auf dem Acker. Allerdings klappt das nicht mit einem bestehenden Spielstand, ne? Ich würde gerne im GE dann, ja, so ein bisschen anheben, ein bisschen smoothen und so meine Flächen. Aber ja, das klappt natürlich nicht mit einem bestehenden Safe Game und das ist ein bisschen blöd. Beziehungsweise ich weiß nicht, was man jetzt im 19er dann ersetzen muss, ne? So, Kursaufzeichnung beginnen. Viel mehr nutze ich gar nicht, ne? Meistens lasse ich nur immer zufahren oder wegdringen oder so. Ich mache das gar nicht. Man kann das ja machen, dass er hinfährt, abkippt, wieder zurückkommt und so. Nö, das mache ich alles noch selber. Ich mache beim Hof Start, bei dem Händler mache ich Ende. Dann kippe ich selber manuell ab und dann mache ich neuen Kurs von da hierher und dann läuft das. So, wir versuchen das ohne nochmal zu gucken, wo ich lang muss, okay? Oh, ich sehe aber auch nichts. Das ist manchmal ein bisschen kritisch. Oh, ein Mischer. Die habe ich ja gefressen. Guck mal, da hinten kommt ein blauer. Den schaffen wir nicht, oder? Ja, wenn ich jetzt noch 5 Minuten überlege, schaffen wir den wirklich nicht. Oh, den haben wir 17 Mal geschafft. Ungefähr. Ich habe jetzt nicht nachgezählt. War eine ganz grobe Schätzung. So, rechts rum. Das konnte ich mir merken. Und jetzt glaube ich nur noch einmal rechts und dann immer nur noch geradeaus, ne? Glaube ich. Ich nehme mal einen Schluck Käffchen. Prost. Ah, sehr schön. Der Leitpfosten eben ging auf meine Kaffeetasse. Und der auch. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, nach rechts, ne? Guck mal, ich finde das auch halt... Halt mal ganz kurz an, hier muss ich sowieso anhalten. Brr. Ich finde das auch cool mit diesen Schildern, ne? Ey, ist Fußgänger überweg gewesen damals. Oh, warte mal. Ah ja, da fehlt noch
Okay, das mache ich gleich. Da fehlt noch eine 19er Textur. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ich finde das zum Beispiel auch cool, dass dieses Schild nicht einfach nur steht, sondern dass es schief steht. Hier so ein Plattenweg. Ey, das gibt es so viel von im Norden. Diese Plattenwege. Hier einfach mal so ein Haus. Guck mal, mit seinem hier Jägerzaun. Dann hier so ein Tor und seine Garage. Also, Sven, das hast du schon richtig, richtig gut gemacht. Hier ist übrigens der schöne JCB, du. Bisschen dreckig ist er, aber ansonsten. Da geht was. Hab mir gedacht, im Norden kann man auch mal JCB fahren. So, Abfahrt. Oh, das könnte knapp werden, wenn da Curseplay mal fährt. Das war ganz schön knapp abgebogen eben. So, also ich werde jetzt noch zu ihm hier hinfahren, dann werde ich den Kurs beenden, das Ganze verkaufen, dann einen Rückkurs einfahren und dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns am Hof wieder. Ich bedanke mich recht, recht herzlich fürs Zusehen, fürs dabei sein, freut mich wirklich sehr. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Und ja, ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht das Beste draus, bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.